Dann haben wir Killmollys. Okay, da müssen wir 5 Killmollys Eats absorbieren, um das Karma freizusetzen. Okay. Ja. Bin ich jetzt hier richtig? Moment, da müssen wir nochmal gucken. Ja, jetzt bin ich richtig. Da ist so eine Seitengasse drin. Ah, ich kann nicht weg. Okay, jetzt muss ich. Oh. Super! Okay. Hoppa! Oh Mann, so. Und wir haben ein neues Volk. Müssen wir gleich mal gucken, welcher das ist. Ein Henki. Henki. Wenn die Henkis tanzen, greift sie ein Knie und hüpfen auf dem anderen Fuß umher. Seit kurzem spielt sie auch gerne schon mal mit Seifenblaus. Okay, 10 Henkis absorbieren. Wir haben eines absorbiert. Und im Bett mit Henki besiegen. Gut. Ach, 3 Impets. Okay. So, und so baut sich das immer auf. Wir sammeln immer mehr von den Volks. Und können die eben dementsprechend auch hochleveln. Mit Kiez machen wir das genauso. Aber das wird ja dann noch in der anderen Folge sehen. So, wir gehen jetzt wieder raus hier. So, können wir mal ausprobieren. Und hopp! So. Okay, jetzt geht's da mal. Oh, hopp! Den einen passiert und den hopp! So. Da haut ab, ja. Ah, eine Falle. Da sieht man doch gleich, eine Falle ist. Und hopp. Und hopp an. Karma von Marco freigesetzt. Kombo-Angriff sei erhöht. Das Karma eines gefangenen Volks wurde freigesetzt. Volks besitzt viele latente Fähigkeiten, die du nutzen kannst, wenn Karma freigesetzt wird. Okay. Die Bedingungen zur Freisetzung von Karma findest du unter Startmenü Volksanzeigen, Volksinfo, Karma-Info. Ja, das haben wir schon raus. Okay, nehmen wir uns vom Arsch jetzt noch. Und schon kommt die nächsten. Habe ich doch gesagt, das ist ein Ding. So. Jetzt gucken wir mal hier nochmal bei Barker. Und zwar die Kamera-Info. So, Seriennutzung plus 1. Hier müssen wir 10 Barkes-Eats absorbieren. Und dann posieren die Bambus. Okay. Ja, hier kriegen wir gleich 4 auf einmal. Hopp, 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 hopp. Wop, wop, wop. Und wop. Wenn mehrere Eats erscheinen, kannst du gleichzeitig absorbieren, indem du die Absorptionstaste drückst. Je nach Anzahl der gleichen absorbierten Eats erhält der Charakter einen Erfahrungsbonus. Das ist ja super. Hopp, ey. Hopp. Und wop. Wop. So, kommt ja noch welche ein. Und ab. Und noch ein. Und ab. Hoppa. So. Okay.
hab doch gleich gewusst, dass sie hier eine Falle ist. Gut, da sind ein paar Bäume, Sparbestümpfer, da können wir nichts machen. So. Beim Zerbrechen von Erinnerungssteinen erscheinen manchmal Objekte. Manche Erinnerungssteine lassen sich nur durch bestimmte Elemente wie Wind oder Feuer zerbrechen. Okay. War das nicht ein Volk? Bauke? Mal gucken. Ah, 3 Stück brauchen wir noch. Okay. So. Halt, warte mal, muss das ja nicht der andere, nicht der andere? Okay, Mäus. Ach, da haben wir 3. Okay. Irgendwo konnte man noch die... Extras. ...34 von 400, okay. 34 von 400 Punkte. Was ist hier? Objekte, Bildband. Okay, System. Ja gut, ist egal erstmal. So, und weiter geht's und reise durch die Unterwelt. Und wo noch mal sieht aus wie ein Volkstor. Tor gefunden. Ah, da hinten wartet uns das. Ja. Das ist das Land der Toten. In euren Legenden trägt es den Namen Unterwelt. Menschen verwenden den Namen Unterwelt, um diese Welt von ihrer zu unterscheiden. Haha, komisch ist nur, dass wir sie auch so und so nennen. So. Heute ist Samhain, ein besonderer Tag für die Toten. Nur an diesem Tag können Lebende die Unterwelt betreten. Du hast nicht viel Zeit, also beeil dich, wenn du die Toten finden. Wer auch immer kürzlich verstorben ist, diese Person könnte ganz in der Nähe sein. Ja, nur unsere Mutter, bei Ains Mutter, ist ja vor 17 Jahren schon gestorben, also muss jetzt sehr tief sein. So, möchtest du irgendetwas wissen? Okay, wir können uns also ja fragen. Dann fragen wir mal die Kämpfer. Im Kampf schleuderst du nicht nur Volksaft entfernt. Du kannst dein Ziel mit der L1-Taste anvisieren. Drücke die R2-Taste, um auszuweichen. Wende verschiedene Tricks an. Leuchtende Objekte. Besiegte Volksaft lassen manchmal Objekte zurück. Hebe sie in jedem Fall auf. Sie können sehr, sehr nützlich sein. Grüne Objekte erneuern GB. Andere stehen für Bild von Zeiten und Volksen auch. Roten, Lebende wie du, die den Mantel umlegen und Reiche bereisen, nennt man Boten. In dieser Funktion überbringst du Lebenden und Toten Nachrichten. Geister der Toten. Totenseelen werden zu Volksen. Wenn du sie erledigst, kehren sie in die Erde zurück. Niemand weiß, wohin sie dann gehen. Okay. Dann haben wir alles gefragt und dann können wir unsere Reise fortsetzen. Ein, da vorne ist jemand schnell. Ich glaube, es ist deine Mutter. Beeil dich, Ein. Du hast nicht viel Zeit. Dann nichts mehr hin. Ist es unsere Mutter oder ist es nicht? Mutter! Du warst so schrecklich einsam. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Mutter! Bitte Mutter, sieh mich an!
Vor 17 Jahren. Ich vergesse es niemals. Die Samhain-Nacht. Es ist deine Schuld. Was meinst du? Oh, du abscheuliches Mädchen. Du bist besessen, du bist an allen schuld. Ich werde dich töten. Ah! Oh je, oh je. Das war knapp. Samhain ist vorbei. Das ist die reale Welt. Das war letztendlich doch nicht Mutter, oder? Nein, die Frau wollte dich täuschen. Sie sagt, ich sei besessen. Vor 17 Jahren. Samhain, Rache. Bitte sag mir, was soll ich tun? Hey, um die Vergangenheit zu erkennen, höre auf die Stimmen der Toten. Wieder in die Unterwelt. Wie komme ich da hin? Finde einen Toten ein Denken und biete es dem Hänger ein dar. Es wird die Tür zur Unterwelt öffnen. Oh je, es ist fast morgen. Gute Nacht, Ellen. Bis zur Abenddämmerung. Spiel speichern, jawohl, das wollen wir natürlich machen. So. Und zurück. Jawohl, und das war der Prolog von Ellen. Das nächste werde ich jetzt den Prolog von Keith spielen. Und wir sehen uns dann bei Ellen in den nächsten Kapitel wieder. Man hat zwar Kief jetzt in den jetzt nicht gesehen im Prolog, aber seid gespannt drauf, was Kief in erlebt. Auch in seinem Prolog. Wir werden nämlich ihn folgen in dem Prolog. Seid gespannt, was er so erlebt dabei. Damit verabschiede ich erstmal für diese Aufnahme. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss. Oh ja, Hitler. Oh ja, Hitler.